Was geht, was geht, Leute, der Tobi hier. Und heute machen wir weiter mit dem Umbau. Ich wollte eigentlich heute gar kein Video mehr hochladen. Wirklich, weil es hat mich so abgefuckt. Ich hatte keinen Bock mehr, Umbausvideos zu machen. Weil ich denke mal, so langsam reicht es. Heute wird es hoffentlich das vorletzte Video sein. Ich wollte euch kurz nur ein Update geben. Die Maske vorne fällt noch. Die ist da irgendwo hinten. Mein Sitzbank ist angekommen. Und natürlich steht Fluffy drauf. Also die sieht richtig, richtig geil aus. Die Hebel sind endlich drauf. Die sehen echt schick aus. Die ganzen Teile wurden schwarz lackiert, wie ich euch schon mal gesagt habe. Lenker ist drauf. Ich finde, sieht richtig gut aus. Es gefällt mir richtig. Hier ist mein Tacho. Ich habe das einfach nur so jetzt schnell drauf gemacht. Das muss noch mal richtig angepasst werden. Hier so seitlich, hier genauso. Man muss es auch ein bisschen fester machen. Oh. Ich muss mir noch was überlegen für den Zündschloss. Und was fehlt noch? Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Hier muss ein Kabel nochmal gelotet werden. Und was mich richtig krass genervt hat, war folgendes. Passt auf. Ich habe die Verkleidung drauf gemacht. Schön und gut. Alles top. Und dann wollte ich den Tankdeckel drauf machen. Ne? Was ist passiert? Die Verkleidung war nicht richtig drauf. Und gibt euch das mal bitte. Hat sich verkratzt. Da und da. Ich hatte echt keine Worte dafür. Ich war so enttäuscht von mir, von meiner Dummheit. Aber gut, man kann jetzt eh nichts mehr machen. Man kann es hoffentlich rauspolieren. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal lackieren lassen. Es ist ja kein Stress. Es ist halt so, mein Gott, durch Fehler lernt man. Ich finde es halt nicht schön, wenn man so viele Kabel hier so hat. Deswegen will ich so eine Kabelabdeckung kaufen. Hab schon bereits bestellt. Muss demnächst ankommen. Kommt so hier so drauf. Und dann hat man einfach nur zwei Kabel. Einmal hier und einmal hier. Dann hatte ich noch ein Problem gehabt. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Ich musste eine Lenkererhöhung einbauen, weil, gebt euch mal bitte das. Wie knapp. Ohne Lenkererhöhung war sowas nicht möglich. Also ich konnte quasi nicht lenken. Also wirklich, man muss die ganze Zeit improvisieren, Sachen nachkaufen. Und deswegen dauert es so lange. Sonst fällt wirklich nichts. Das Quad wäre dann fertig. Alles funktioniert super. Ich bin sehr zufrieden. Also wirklich, es sieht alles so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. So 100% zufrieden. Ich hatte aber sehr viel Angst, dass es nicht so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Boah, ich weiß nicht, wie die Maske sitzt. Ach, scheiße. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es dann am Ende ausschaut. Mit dem Dekor drauf und zusammengebaut. Ne? Ich kann nicht mehr warten. Ich habe Bock zu fahren. Die Saison hat erst jetzt angefangen. Aber ja, es ist halt ärgerlich, ne? Man muss dauernd Sachen nachkaufen. Dann war ich sehr enttäuscht wegen die Kratzer, die ich gemacht habe. Aber gut, bald ist vorbei. Ich wollte mich nur kurz melden und euch zeigen, was ich so gemacht habe, beziehungsweise was noch zu machen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in 2 Wochen. Ciao, ciao, Leute.